begleitet uns an einem ganz normalen, verrückten Tag hier im Disneyland Paris. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem ganz normalen, verrückten Vlog aus dem Disneyland Paris. Wir sind wieder mit der ganzen Truppe. Hallo, sag mal guten Morgen. Morgen. Alle da? Guten Morgen. Ja, ich bin ganz bedacht auf Daniels Nase. Gestern immer zweimal hat er sich eingecremt mit 50 plus. Und er hat heute keinen Sonnenbrand. Und jetzt habe ich ihm schon wieder die Sonnencreme aufgedrückt. Ja, ja. Ich passe wenigstens auf alle auf. Ich bin so ein bisschen die Mutti hier. Ja, was haben wir heute geplant? Mal gucken. Soll heute wieder heiß werden? Überleben? Wir wollen auf jeden Fall die Dream and Shine Brighter Show sehen. Wir hoffen, dass sie ganz normal stattfindet, denn es soll natürlich heute sehr heiß werden. Wenn es sehr heiß ist, findet es nicht als Show statt, sondern als kleine Parade. Weil so viele Möglichkeiten haben wir ja nicht mehr mit Brina, uns die tolle Show anzugucken. Brina ist heute ein bisschen Saint-Tropez-Style. Ja. Ja, mal gucken. Wir wollen vielleicht Ballon fahren, wenn wir es schaffen. Ansonsten mal sehen. Ja, ihr könnt sehen, das Disneyland Hotel ist immer noch im sehr renovierungsbedürftigen Zustand. Da sind so Holzplatten. Die Fenster sind irgendwie alle offen, also es ist gerade tatsächlich nicht schön anzusehen. Trotzdem ist es ein schöner Anblick mit der Mickey. Das Wetter ist herrlich und ja, ein schöner Fotospot. Ja, wir haben uns jetzt spontan dazu entschieden, man sieht mich gar nicht, die Railroad zu fahren. Aber lang nicht mehr. Einen richtig guten Spot für die Show bekommen und ja, wir gucken natürlich die erste, weil wir vermuten, dass die anderen wegen der Hitze nicht normal stattfinden. Also wir wissen aber nicht, ob sie jetzt normal stattfinden, wir hoffen es. Wir haben eine Bank und dann haben wir keinen vor uns, wir können bis zur Show sitzen bleiben, also perfekt. Boy, this is so exciting! It's so magical fun! Y'a pas plus drôle qu'un génie quand il s'agit de réentraîner.
your friends do this? Can your friends do that? Can your friends pull the remote? How wonderful! Merry, crazy, upsy-daisy, topsy-turvy day! We are guests, with our service to the Ne cessez jamais de rêver. Ja, wir haben ja jetzt die Show gesehen und wir werden wahrscheinlich noch mal einmal im September gucken. Ich denke mal, heute wird sie später wird's zu heiß sein. Also ich denke mal, später wird es nur als kleine Parade geben. Es ist einfach so schön, ich habe wieder Tränen in den Augen, die Stimmung. Es ist einfach der Wahnsinn. Ich kann nicht genug kriegen von dieser Show. Und wir sind tatsächlich noch einmal Anfang September da, am 1. Septemberwochenende, da mit meiner besten Freundin. Die will ja eigentlich nur Attraktionen fahren, aber wir müssen sie zwingen, ne, Brina? Sie muss. Definitiv. Nicht anders. Im Notfall muss ich hier alleine sitzen. Und, ja, und jeden Tag einmal. Also Samstag und Sonntag, weil das ist die letzte Chance, die wir haben. Viermal am Tag. Ich glaube, das macht sie nicht mit. Ja, aber es ist einfach der Knaller. Und übrigens waren wir gerade noch beim Plaza Gardens. Wir waren heute irgendwie ratlos, was wir essen sollen. Da haben wir im Livestream, hier ist ein Insekt. Wir haben im Livestream den Tipp bekommen, wir sollen mal im Plaza Gardens gucken. Und jetzt haben wir mal gefragt. Und ab 12 gibt es wohl eine Schlange für Nichtreservierungen. Da stellen wir uns doch mal an und gucken, ob wir einen Platz kriegen. Ja, wir haben uns gegen 12:15 an der Nichtreservierungsschlange angestellt. Und es waren, glaube ich, 3-4 Gruppen vor uns. Hat gut geklappt. Wir sind direkt drin, bezahlt. Und ich freue mich aufs Plaza Gardens. Ich zeige euch natürlich ein paar Eindrücke. Achso, was habe ich bezahlt? Ich habe 32 Euro mit Jahreskartenrabatt bezahlt, inklusive Softgetränk. Wir waren ja schon mal im Plaza Gardens, am Anfang zu der 30. Geburtstag-Celebration. Aber ich zeige euch gerne nochmal, was es hier so zu essen gibt. Wir finden es ganz gut, aber die Meinungen zum Plaza Gardens sind auch gespalten. Wir fangen mal hinten an, und zwar bei den Desserts. Die sind mega gut, vor allem hier diese Macarons, einfach mega, richtig gut. Ja, also es gibt, ich werde jetzt nicht alles vorlesen, ich zeige euch jetzt mal hier nur einen Ausschnitt, es steht ja auch alles dran, wie gesagt, das speziell zum 30. Lachs, Reis, eine Fliege. Kann man natürlich nichts machen bei dem Wetter. Das ist, glaube ich, hier Rind, Kartoffeln. Das ist das Gemüse, was Mickey-shaped ausgestochen ist. Mal kurz warten. Pasta, Fleisch. Es sieht echt alles wirklich gut aus. Und wie gesagt, uns schmeckt es sehr gut. Ich überhole mal gerade. Hier gibt es auch Musseln. Hier gibt es Muscheln und Chicken. Das Fleisch, also finde ich auch, ist rosig, sieht sehr gut aus, gibt Soße dazu. Da gibt es irgendwie so einen Eintopf. Hier gibt es eine Suppe. Was ist heute die Suppe? Pumpkin Soup. Gibt es hier auch eine Käseplatte. Gazpacho gibt es hier auch. Eine große Salatbar.
ganz viel verschiedenen Sachen. Jetzt mal kurz durchgeschwenkt. Hier gibt es auch noch so einen separaten Salat, der wird vorgemixt. Das ist, glaube ich, mit Ananas. Das ist Pizza, also auch was für die Kinder. Hier wird das Beef auch nochmal aufgeschnitten, so sieht es aus. Also ich finde, es sieht sehr lecker aus. Nochmal die Muscheln, also es wird von beiden Seiten kann man das Buffet tatsächlich begehen, damit es sich nicht so anstaut. Also hier ist nochmal dasselbe und da hinten ist nochmal das Dessert. Ja, so, jetzt hole ich mir was zu essen. Ja, ich habe mir jetzt einen kleinen Vorspeisenteller gemacht. Der Salat ist tatsächlich vegetarisch, das ist nur Tofu-Würstchen, aber ich finde, der ist sehr lecker. Und ja, also ein bisschen was von der... Und hier gibt es den geilen Käse aus der Pim Kitchen. Gibt es hier auch. Und ja, schon mal ein bisschen Vorspeise. Das Dessert ist hier auch mal sehr geil. Also ein bisschen Platz lassen fürs Dessert. Und hier seht ihr das? Ja, die Karotte, Mickey-shaped. Ja, es ist Zeit fürs Dessert. Ich habe mir einen wilden Mix von allem geholt, wie ihr seht. Einen wilden Mix von allem. Die Gummibärchen, die keiner haben. Ja. Schmeckt's? Ja. Es? Daniel ist schüchtern, er will nicht essen. Der Präsident. Ich komme ja nicht dazu. Also, wir sind jetzt fast durch. Brina ist gerade noch Dessert. Ich habe auch noch meinen letzten Macaron. Kurz zum Fazit. Also, wir finden es tatsächlich alle besser. Wir lenken mich schon wieder ab. Möchtest du was sagen? Nee? Okay. Also wir finden es alle besser als die Pim Kitchen tatsächlich gestern. Möchtest du für... Das machen wir wieder. Ja, Daniel hat mich jetzt auf die Idee gebracht. Also ich fand die... Das also, ich fand die... wir finden bei alle das Plaza Gardens tatsächlich besser als die Pim Kitchen. Die Auswahl ist sehr gut. Wir finden alles, Vorspeisen, Hauptgänge und Desserts, sehr gut. Dani, was fandest du denn am besten? Hey, jetzt musst du ja reden. Also du musst dein Gesicht zeigen, wenn er redet. Also ich finde, dass der Hauptgang hier ganz besonders ist. Gerade der Fisch und das Beef war sehr, sehr lecker. Also man sieht... Du musst weitermachen. Man sieht, ich kann das nicht so gut wie der Daniel. Der Daniel ist tatsächlich ein Naturtalent. Supercalifragilisticexpialidocious. was können wir noch sagen? Ja, Brina ist jetzt fertig und dann wollen wir Richtung Village gehen und zwar ist mit 2S. Ich wollte nur wissen, ob ich fertig sein muss oder ob ich noch fertig essen darf. Und dann gehen wir ins Village und gucken mal, ob wir mit dem Ballon fahren. Das war Daniels Voice-Over. Ja, hier gibt es jetzt den neuen Schmuck vom 30. Geburtstag. Die Schlüsselkette habt ihr schon bei mir ganz oft gesehen. Es gibt noch ein Armband, da so runde Ohrringe. Die Kette, ich weiß gar nicht, was da draufsteht. Die. Hier ein Armband mit der 30. Ich glaube, oh Gott. Wie heißt nochmal? Gott, jetzt haben wir es schon wieder verlegt. Egal. Mein Chat. Und I und weiß nicht, die Tische halt. Griechisch? Nee, römisch. Römisch. Ja, römisch. Danke. Manschettenknöpfe, Ohrringe und noch eine Kette. Wir haben gestern noch in den Studios ein richtig cooles neues Merchant-Teil gesehen. Das hat aber nicht mehr zum Avengers Campus Video gepasst, deswegen zeige ich es euch jetzt. Das ist diese Ratatouille Elektromaus. Die ist schon ganz witzig. Es ist ein Shop mit Rabatt. Es gibt einen Shop mit Rabatt. Ja, wir sind jetzt hier in den Studios bei dem Ratatouille-Shop. Und hier gibt es diese, wir haben schon gesagt, das ist das unnötigste, coolste Merchandise, was Disney je rausgebracht hat.
Es kostet 15 Euro, aber irgendwie... Es ist so doof. Es ist so doof, dass es wieder cool ist. Ich brauch das. Ja. Eine, zwei. Cool. Ist schon sehr witzig. Ja, es gibt jetzt auch diese Bilder hier von einer Künstlerin, die heißt Madame Hubert. Und ich muss sagen, ich finde die richtig schön. Kosten 40 Euro. Und ich habe mir tatsächlich auch Mickey geholt. Und eventuell habe ich auch ein Exemplar für euch mitgenommen. Für das 5000 Abonnenten-Gewinnspiel. Also, bleibt dran. Das Video kommt auf jeden Fall ganz, ganz bald. Es gibt so ein Big Thunder Mountain Bild und das finde ich auch richtig schön. Mit Chip 'n Dale im Adventureland. Richtig knuffig. Huch! Schon alles kaputt hier. Ja, also kosten alle 40 Euro. Hier gibt es auch noch so eine Remy-Statue für 50 Euro. Ist auch richtig schön für die Küche. Kann ich mir das als Deko echt schön vorstellen. Ich schaffe es übrigens an diesem Wochenende tatsächlich nicht, noch ein separates Merchandise-Video zu drehen, da wir gestern komplett im Avengers Campus drin waren und keine anderen Geschäfte besuchen konnten. Aber ich nehme euch kurz hier ein bisschen mit. Also die Tinkerbell-Sachen gibt es auch hier beim Motor. Sport. Wollen wir mal was gucken? Ja, der Stitch-Jersey ist tatsächlich neu. Ich hoffe, man sieht's. Ich hänge ihn mal so auf. Genau, also der ist neu. Kostet 65 Euro. Die Sparkling Collection gibt es hier. Noch komplett Jersey, Rucksack und die Ohren. So sieht er von hinten aus. Ja, die Tinkerbell-Sachen. Gehen wir jetzt kurz mal in Floras Boutique, aber die neuen Donut-Ohren wollte ich euch tatsächlich mal zeigen. Kosten 23 Euro. Ich finde die Schleife aber nicht so schön, aber ja, das sind die neuen Donut-Ohren. Jetzt gehen wir kurz noch hier rein. Die Euro Disney Collection gibt es noch. Was kaufst du? Für? Sina. Bleibst du kurz hier stehen? Ja. Ja, was gibt's noch Neues? Es gibt hier einen Flaschenhalter für 16 Euro. Das ist nicht so schön. Und es gibt das neue Buch, The Art of Disneyland Paris. Die bekommst du netterweise von Disneyland Paris zugeschickt, von den Inside Ears. Es ist wirklich super schön, kostet 50 Euro. Dani, möchtest du kurz mal ein bisschen zeigen, was da so drin ist? Das macht man nicht. Was denn? Drei Seiten zeigen wir. Eins. Ja. Ja. Ich nehme jetzt einfach mal so willkürlich hier so rein. So ein bisschen hier was von den Bauarbeiten vom Frontierland. Ja. Ja. Und diese Märchenfahrt. Ganz, ganz viele tolle Konzeptzeichnungen. Damit drin. Auf Englisch und auf Französisch. Richtig schön. Für alle Disneyland Paris-Fans. Ja, was ist weiter? 40, glaube ich. Achso, was auch neu ist, ist ein Ornament. Chip 'n Dale. Mickey und Minnie sind tatsächlich auch schon wieder ausverkauft. Kostenpunkt 20 Euro und er leuchtet sogar. Eine Sekunde. So. So sieht das aus. Wie gesagt, Mickey und Minnie bereits ausverkauft. Die Ohren sind wieder zurück. 23 Euro. Die Stifte gibt es auch wieder. Für
15 Euro. Der Fächer ist ausverkauft, der rote Magnet ist ausverkauft, wie gesagt, Mickey und Minias Ornament. Den Jersey gibt es auch nicht mehr. Ach genau, dieser Kalender ist neu für 2023. Kostet 10 Euro. Das ist auch wieder da, dieses Kartenhalter-Ding für 6 Euro. Lanyard ist auch wieder da, alle Pins sind noch da. Ja, ich glaube, das war so ein Rundumschlag. Ach, den Schirm, den habe ich tatsächlich nicht gezeigt. Es gibt noch einen großen Schirm, den haben wir noch gesehen. Der leuchtet für 50 Euro. Achso, weil ich ihn gerade sehe, den Schal gibt es auch immer noch. Ja, ihr habt es gesehen, wir haben gerade den Park verlassen. Aber wir sind... Brina und ich sind ja ganz bald wieder da. Und zwar am Mittwoch. Aber dafür ja den ganzen August nicht. Ich weiß auch noch nicht, wie wir das aushalten sollen. Muss aber irgendwie. Bin ich ja recht oft hier. Du bist im August, ja? Ja. Ich hab da lassen Daniel im August fahren. Ja. Zur Princess Celebration, ne? Ja. Mit welchen Prinzessinnen fährst du dann? Ihr könnt euch gerne bewerben. Kommt auf meine Seite. Also wenn ihr Prinzessinnen, Daniel sucht gerade Prinzessinnen, schreibt ihm einfach über Instagram, dass ihr gerne ihn begleitet würden zur Princess Celebration. So. Aber mit Prinzessinnenbild bitte. Dann machen wir Casting. Casting macht der Daniel und dann, er braucht der Ersatz für uns. Ich habe tatsächlich an dem Wochenende frei. Ja, also wir sind am 1. September Wochenende wieder da. Und da bekommt ihr richtig viel Content von den Attraktionen. Denn meine beste Freundin kommt mit und sie mag einfach nur Attraktionen fahren. Das heißt, für sie werden wir am ganzen Wochenende nur Attraktionen fahren. Und Sven freut sich auch. Yes. Er liebt nämlich auch Attraktionen. Ja, wir gehen jetzt noch ins Village, fahren jetzt eine Runde Ballon, hoffentlich. Und dazu wird es aber ein separates Video geben. Aber ein paar Eindrücke zeige ich euch hier auch. Und falls jemand nicht weiß, wo dieser Ballon ist, einmal komplett durchs Village laufen, bis zum Lake Disney. Hier geht es auch zu den Hotels. Ja, und hier ist tatsächlich der Ballon. Ja, wir sind gut gelandet. Ihr seht das in den nächsten Tagen, das Video, werde ich irgendwann hochladen zum Ballon. Es war auf jeden Fall wild. Wenn ihr euch direkt das ansehen wollt, dann guckt bei Brina oder Daniel vorbei. Die packen es nämlich in den Vlog. Ich wollte es als separates Video hochladen. Wir waren auf die letzte Fahrt, weil es halt zu windig ist. Also Landung war sehr wild, aber es hat Spaß gemacht. Ich glaube tatsächlich, der Ballon ist sonst noch länger oben. Es war relativ kurz, aber ich glaube, das lag an den... Es kam eine harte Fehlermeldung. Es hat auf einmal gepiepst oben. Und Brina wollte schon fast rausspringen in den Lake of Disney rein. Lake Disney. Lake of... Lake Disney wollte sie schon fast springen. Kopf über, weil sie schon Angst hatte, wir stürzen gleich ab oder klatschen ans Newport Bay Club. Also trotzdem, ich fand es mega lustig und was anderes hier in diesem Vlog. Ja, hier direkt beim Earl of Sandwich, neben dem Ballon, wo wir gerade waren, ist jetzt nicht super neu, aber ich habe es euch ja noch nicht gezeigt. Gibt es hier dieses schöne 30er Disneyland Paris Statue, wo ihr schön Fotos machen könnt, mit Schloss 130, also ja, richtig schön. Ja, wir haben dann noch ein bisschen Zeit, wir haben uns so eine Abfahrt gegen 16 Uhr eine Deadline gemacht. Sven! Er sucht uns. Haben uns jetzt hier so einen Slush geholt im Village. Gibt es ja hier so verschiedene Stände. Ja, ist jetzt natürlich so ein Kinderding, aber das ist halt groß für 7 Euro. Ich habe jetzt Cola und Orange. Und Daniel hat Eistee. Eistee. Ist lecker. Ja, und klein wäre 4 Euro in so einem Pappbecher, in so einem Plastikbecher gewesen. Deswegen haben wir uns alle groß geholt. Es ist ja warm genug. Ja, wir haben jetzt das Village verlassen, aber wir sind ja bald wieder da und zwar am Mittwoch, die Brina und ich, zur offiziellen Eröffnung des Avengers Campus. Da wird es natürlich auch wieder ein Video zu geben, wenn alle auf den Avengers Campus dürfen. Aber ich habe auch ganz, ganz viele andere Videos noch im Petto, die ich mit euch teilen möchte. Ja, es war ein schöner Tag. Wir hatten viel erlebt. Wir waren essen, Ballon gefahren. Und es tut mir leid, dass es kein Merchandise-Video gibt dieses Mal, aber ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft. Plus die Hitze. Aber ja, ich habe euch ja hier in dem Vlog einen kurzen Einblick gegeben. Und damit verabschiede ich mich bei euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns ganz, ganz, ganz bald wieder. Ciao!